Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Ich war tatsächlich mit dem guten Frank, mit dem wir beim letzten Mal mit dem Dinker Trust Motorrad hier unterwegs waren. Mit dem bin ich tatsächlich noch ungefähr 10 Minuten die Gleise lang gefahren, auf der Suche nach einem Zug, aber es kam tatsächlich keiner mehr. Ich bin wirklich die ganze Karte abgefahren und dann im Endeffekt doch gecrashed, aber ich habe es überlebt, wie man sieht. Ja, also die Suche war vergebens. Es fahren keine Züge. Vielleicht ist heute auch Feiertag oder so. Die haben heute frei. Die machen gerade Mittagspause. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist mir kein Zug untergekommen, obwohl ich quasi die ganze Karte inzwischen abgefahren bin. Etwas schade. Ich wollte eigentlich schön zum Ende des letzten Parts mit dem Motorrad dagegen knallen. Und warum hat er jetzt eigentlich den Helm abgesetzt? Ist gecrashed, hat es überlebt. Was macht er? Setzt den Helm ab und setzt sich wieder aus dem Motorrad. Das ist natürlich klug. Und ernsthaft, jetzt fährt auf dem anderen Gleis ein Zug. Bin ich jetzt ernsthaft auf dem falschen Gleis plötzlich gewesen oder was? Naja, das Spiel will mich doch verarschen. Scheiß Zug! Wow, ich mag dich nicht. Und die Kante genauso wenig. Ich bin die ganze Zeit auf dem gleichen Gleis geblieben. Das war eine Zeit lang das gegenseitige Gleis. Warum das plötzlich... Irgendwo habe ich die Abzweigung wahrscheinlich verpasst. Und bin dann auf der falschen Seite gelandet. Und deswegen ist natürlich auch kein Zug entgegengekommen. Macht Sinn. Auch wieder schade, eine Zugmission, die gab es bei San Andreas auch. Ich habe beim letzten Mal schon darüber geredet, über diese Nebenmission. Schade eigentlich. Eine Zugmission, ist auch so eine unnötige Sache, aber es macht Spaß. Ist schön, wenn es drin ist, ja? Pass auf, wir fahren jetzt schön in die andere Richtung. So, noch ein bisschen. Drehen dann. Elegant natürlich, wunderbar hat das geklappt, so wie ich es wollte. Und dann machen wir doch noch das, was ich machen wollte. Nämlich volle Kanne gegen den Zug knallen. So, aber dann können wir uns jetzt tatsächlich mal zu unserer Garage in der Grove Street zurückbegeben und den letzten Wagen noch uns krallen, den wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Und den dann noch tunen und fahren und dann beim nächsten Mal vielleicht noch einen von denen davor, die wir nur kurz gezeigt hatten, auch noch fahren und tunen, wie auch immer. Schauen wir dann mal. Schön jedenfalls, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So viel lässt sich doch immer sagen. So, ich würde sagen, wir rufen uns ein Taxi, um zur Garage zu kommen. Das ist wahrscheinlich die schnellste Methode. Hier aus diesem Krankenhaus am Arsch der Welt kommt man sonst gar nicht weg. Muss man nur gucken, dass ich das richtige Downtown Cap anrufe. Das hier, ne? Ist nicht das andere. Can I get a cab right away? I'm sending one out right now. Appreciated. Appreciated. Danke dafür. So, meistens kommen die ja von rechts, manchmal aber auch von der anderen Seite. Hier ist ein Schlagloch in der Straße. Wollte das nicht mal stopfen. Sieht ziemlich übel aus, wenn du da durchbretterst. Ah, jetzt kommt er von der Seite. So, ich würde gerne zur Garage. Können wir das einrichten? Warte mal. Da unten bitte. So, da bitte. Hey, my man, where you going? Schön, dass man es immer überspringen kann. Stell dir mal vor, man müsste sich das immer angucken. Dann würde wahrscheinlich keiner Taxi fahren. Aber so mit dem Überspringen, das ist ja quasi ein Beamen. Gegen Geld natürlich. Mopsgeschwindigkeit. So, da wären wir. Danke fürs Fahren. Ja, und ich werde direkt vom Taxifahrer überfahren und auch noch vom anderen Auto. Danke dafür, sage ich nur. Arschloch. Ey, weißt du, setzt mich ab, nimmt mein Geld und überfährt mich dann. Das ist ja fast so, wie ich das mache. So, jetzt fehlt nämlich nur ein Wagen. Und auf den haben sich irgendwie ganz viele in den Kommentaren schon die ganze Zeit gefreut. Die gingen da total auf ab, warum auch immer. Werden wir gleich sehen, warum. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Hab nur gelesen, ich soll unbedingt den und den Wagen fahren und der ist so geil. Warum, so werden wir jetzt uns anschauen. Centorno. So, schauen wir mal, was das Ding kann. Ist jedenfalls auch dann aus dem High Life DLC, also auch noch ziemlich neu. Woo! Ach du Scheiß, was haben sie denn da gemacht? Was haben sie denn da gemacht? Haben sie da in die Hot Wheels-Kiste gegriffen oder was? Der sieht von vorne aus so ein bisschen wie der andere Wagen da, den wir gefahren sind, der so ein bisschen an die in den i8 erinnert. Nur, dass der noch kranker aussieht. Was haben sie denn? Das sieht wirklich nach Hot Wheels aus, du. Diese riesen Reifen. Mega nah natürlich am Rahmen. Und von hinten dann Centorno.
Das ähnelt ja schon vor allem mit den Klappen, dem einen Lamborghini. Welcher ist es? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Diese Sondermodelle. Sesto Elemento und Veneno. Und da gibt es ja noch so ein paar, die so richtig Sonderelemente sind. Und einer davon sieht dem, glaube ich, von hinten sehr ähnlich. Ja, ist auf jeden Fall eine mehr als krasse Kampfmaschine, klar. Aber sieht ja fast ein bisschen sehr abgespaced aus, oder? Hat schon sehr was von Hot Wheels. Aber gut, warum nicht? Der Sesto Elemento und die ganzen Spezialanfertigungen bei Lamborghini sehen auch krank aus. Sieht auch nicht mehr nach Auto aus. Nee, da gab's noch so einen. Wie hieß der denn? Der so aussieht wie ein Kampfjet. Das ist aber nicht der. Das ist auch noch... Oh Gott, wie hieß der denn? Lamborghini. Ah, die haben auf jeden Fall bestimmt so 3, 4 oder so, die sie nur in ganz, ganz, ganz geringer Stückzahl gebaut haben. Aber teilweise sogar so, glaube ich, nur Einzelteile. Also Einzelstücke und die Karte. Und... Die sehen dann richtig abgespaced aus immer. Der normale Standard ist ja so hier Gallardo, Huracan, Aventador und dann haben sie halt noch so ein paar Sondermodelle. Und das Ding sieht so aus wie so ein Sondermodell. Ja, wollen wir mal gucken, was das süße Ding kann. Ne? Mit dem werden, ja, erstmal kaputt gehen. Mit dem Ding werden wir uns auf jeden Fall mindestens ein paar beschäftigen. Fühlt sich schon sehr so an von der Beschleunigung her wie der Entity XF oder wie er heißt, oder FX. Klingt richtig böse und fühlt sich auch so an, als wäre er richtig böse. Vor allem nach dem Tuning bin ich da mal gespannt. Da fahren wir auf jeden Fall mit kleinen Spitzen mit um die Karte. Aber das Ding sieht richtig abgespaced aus. Hat nicht mehr viel von einem Auto von hinten. Ist wahrscheinlich auch der neue Knaller jetzt im Multiplayer. Kann man sich wahrscheinlich gar nicht angucken. GTA Online kann man sich generell nicht angucken, weil überall... Früher waren es immer die ganzen Pisskinder mit ihren... Bugattis oder dem Edda in Chrom am besten noch und jetzt haben sie wahrscheinlich alle den Wagen hier, wahrscheinlich jeder, die sich alle damals das Geld erglitscht haben und sonst wie, die haben wahrscheinlich jetzt alle diesen Wagen hier. Insofern kann man sich gar nicht GTA Online antun, aber gut, hier im Singleplayer macht da ja Spaß. Ich finde das immer lustig, weil bei GTA Online fühlen sich die, vor allem die kleinen Jungs, ist es ja nun mal so, ich will ja niemanden angreifen, aber so ist es nun mal. Finde ich dann besonders cool, wenn sie dann einen Edda haben oder halt das Auto hier jetzt in dem Fall. Weil es halt so das teuerste ist und das schnellste und beste. Und im Endeffekt hat es aber jeder von denen und deswegen ist es eigentlich total uncool. Deswegen finde ich eigentlich eher die Leute cool, die dann in GTA Online so einen alten Karren haben oder so, einen Gangsterwagen oder so ein Mafia-Auto, so eins, was eben keiner fährt. Ich habe ja zum Beispiel in Online immer noch den Oracle, wobei ich momentan kein GTA Online spiele, aber immer noch den Oracle, weil ich ihn davon mag. Das ist zwar nicht der schnellste, ist nicht der schönste, ist nicht der sonst was, aber ich mag den halt, ne? Da muss ich nicht immer das schnellste und beste, teuerste Auto haben. Aber ich muss gestehen, er sieht krass aus. Vor allem von hinten, das ist echt böse. Und die Lackierung gefällt mir schon so gut, dass ich ihn, glaube ich, gar nicht umlackieren will. Aber gut, wir schauen mal. Panzerung erstmal reinbauen. Bremsen, Fahrgestell. So, jetzt haben wir die Sideblades in Primärfarbe und die Sideblades in Sekundärfarbe. Ach so, das sind diese kleinen Flügelchen da, oder was? Können wir also auch in der Sekundärfarbe machen. Ja, machen wir die in der Sekundärfarbe. Motor... Beim Auspuff gibt es einmal rund, gibt es einmal, oh Gott, so ein ganz dickes Doppel-Ellipsen-Auspuff, Epic-Ellipsen-Auspuff. Das sieht ja mal richtig hässlich aus. Ich finde den Standard, glaube ich, am schönsten oder halt das dicke Ding hier. Ich meine, das ist natürlich komplett unrealistisch, aber gut. Optimierte Motorhaube, warum ist die optimierte Motorhaube ohne Lüftungsdinger besser als, ich verstehe es nicht. Die ist geil, die nehmen wir. Hupe lassen wir Standard in dem Fall, Scheinwerfer Xenon, ja, gerne, immer. So, und jetzt wird's schwierig, weil ich fast sagen muss, die Farben gefallen mir schon so gut. Ich würde den gar nicht weit abändern wollen. Ich mache den nur in matt und dann die Sekundärfarbe ebenfalls in dem Orange. Lasse ich das aber eben auch dann in matt, ist aber schon, ne, matt-orange. Ja, dann lassen wir den tatsächlich so, weil ich finde das einfach, das gefällt mir schon richtig gut, brauchen wir nichts dran ändern. So, Schweller in Primärfarbe, Schweller in Sekundärfarbe, Carbon-Schweller. Wie sieht das denn aus, wenn das auch noch orange ist? Ist das zu viel orange dann? Kann man noch machen, ne? Spoiler, ach, der hat er auch noch. Crew-Spoiler. Crew-Spoiler Sekundärfarbe. Carbon-Crew-Spoiler. Straßenspoiler Primärfarbe. Straßenspoiler Sekundärfarbe. Carbon-Straßenspoiler Rennspoiler. What? Was ist das denn? Ja gut, ich würde sagen, wenn schon, dann gehen wir aufs Ganze. Sieht zwar richtig krass aus, richtig krank aus, aber warum nicht? Wir wollen ja auch ein abgespacedes Auto haben. Das Auto sieht auch standardmäßig schon abgespaced aus. Ich muss sagen, der Standardtyp, der gefällt mir ja gut. Warum soll ich den ändern? Na gut.
Da kann man natürlich dann leider nichts dran ändern, also in die Richtung Tuning greifen und so, aber die sehen schon gut aus. Nein, wollte doch gar nicht raus. Immer passiert mir das. Ich gehe immer einmal zu viel raus. Müssen wir kurz reden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Standardfelgen sind zwar nicht so detailreich, warum auch immer die so verpixelt aussehen. Ja, vielleicht wechseln wir die doch noch, ne? Meine Spoiler ist schon hässlich, aber gut. Der sieht hinten geil aus, aber dann hat er leider diese Streifen da oben dann drauf. Pass auf, wir machen mal von unten noch weiter. Limousine. So, bei den Reifen war ich. Ja, dann machen wir es halt anders. Komm, dann machen wir was anderes dran. Aber was für Reifen will so ein Auto haben, ne? Man weiß es nicht. Felgenfarbe. Ja, und dann noch Tuningreifen. Naja, so ein Auto will keine Tuningreifen. Das sieht nicht aus. So. Dann haben wir alles drin, ne? Turbo war drin. Okay. Ja, beim Spoiler hinten bin ich mir gar nicht sicher, ob der mir gefällt. Aber wir lassen ihn jetzt erstmal dran. Da können wir ja später noch umtunen. Das ist ja, denke ich, der neueste und einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Wagen im Spiel, würde ich mal vermuten. Ja, wie gesagt, von hinten Lamborghini. Von vorne kann ich gar nicht so genau sagen. Müsst ihr mir mal schreiben. Die Lampen sind natürlich irgendwie sehr lustig. So, das Ding will man natürlich jetzt auf die Straße prügeln. Am besten. Aber wir wollen ja nicht damit übertreiben. Wir fahren mal in Richtung Land, wo man das Ding mal ein bisschen austesten kann. Und da bis dahin schön an die Verkehrsregeln halten, ne? Immer. Vor allem, wenn man so ein Auto fährt. Warte mal, ich muss mir was festlegen auf der Karte eben. Ich will nach dort. Suchen wir mal den schönsten Weg. Okay, dann bin ich hier richtig auf der Rechtsabbiegerspur. Wobei man mit dem Auto gar nicht an solchen Steigungen stehen dürfte normalerweise. Obwohl, er berührt den Boden nicht, aber ganz knapp nur. Ah, da ist noch ein Platz. Da wird aber keine Katze mehr drunter passen. Und er fährt. Achso, ist gut. Ich dachte gerade. Weil normalerweise kann man die ja so zum Rennen quasi herausfordern und dann fahren die schon. Auch wenn rot ist. Wie parkt der denn da? Ist kein Parkplatz. Moment. Ganz kurz. Parken auf dem Seitenstreifen ist hier sicherlich nicht erlaubt. Ich muss ganz kurz für Recht und Ordnung sorgen. Ich fahre gleich weiter. Ich muss nur kurz für Recht und Ordnung sorgen. So, der parkt jetzt nicht mehr falsch, den habe ich umgeparkt. Und jetzt fahren wir auch direkt mal etwas schneller, bevor wir uns hier noch Stress einhandeln. Boah, hab das gerade gehört. Schön die Polizei vorgeführt. Ich wüsste gerne mal, was das Ding in GTA Online kostet. Ich habe es noch nicht, wie gesagt, seit Wochen kein GTA Online gespielt. Vielleicht mache ich da demnächst auch nochmal Videos zu, aber momentan jedenfalls nicht. Und dann müsste ich mal gucken, was das Ding online kostet. Wahrscheinlich so viel, dass ich mir nicht leisten kann. Ich habe auch GTA Online nur irgendwie 200.000, 500.000 oder so. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe es halt nie gespielt. Ich bin ja auch erst Level 20 oder so. Die Leute haben ja alle viel gezockt, GTA Online. Ich war da bisher nie so hinterher. Ich habe am Anfang ein bisschen gespielt, aber so richtig viel habe ich das gar nicht gespielt. Was macht er denn bitte? Ja, dann gute Reise. Tschüss. Ja, das Ding scheint gut abzugehen. Hat auf jeden Fall einen ordentlichen Speed drauf. Ja, ist ein guter Flugmodus bei, ha? Klingt geil, fährt sich geil, ist schnell. Weiß nicht, was soll man dazu sagen? Ist der Hammer.
Ist Hammer, aber das war ja klar, dass du irgendwie im High-Life-DLC dann auch so ein Auto mit reinbringst, so einen richtig krassen Sportwagen, der so nochmal in die Richtung Edda und Entity oder wie er heißt, sich einreiht, ne? Musste ja sein. Und dass er dann direkt so einen richtig krassen raushaut, ich find's geil. Also ich find's immer super, diese richtig super Sportwagen in GTA sind immer der Hammer. Weil es ja auch irgendwo ist, GTA auch eine Rennsimulation oder ein Rennspiel, ja? Also man fährt ja nicht direkt Rennen, okay, manchmal ja, in manchen Missionen fährt man auch Rennen. Aber trotzdem ist es auch irgendwo ein Rennspiel, weil man viele Autos fahren kann, oder es ist eher eine Fahrsimulation, sagen wir so, viele Autos fahren kann, weil man tunen kann und sowas alles. Das hat mehr Umfang teilweise als normale Rennspiele wirklich haben. Also das ist. Also von der Anzahl der Autos her und vom Umfang des Tunings her und so weiter, ist es teilweise krasser als manche Rennspiele, weißt du? Das ist schon nicht schlecht. Oh oh, ob wir das überleben? Ich weiß es nicht. Natürlich überleben wir das! Pass auf! Was ein Flug! Der war nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Und die Fahndung stellt nämlich inzwischen auch los. Waren wir nicht hier vor zwei Parts oder so in dem Offroad-Gelände hier mit dem... Wow, mit dem Huntley? Ne, was war denn nicht der Huntley? Das war der... Wie ist er denn? Massacro oder so. Sieht schön aus von unten, einfach nur so eine glatte Fläche. Aber das Ding zieht böse, also richtig geiler Wagen. Muss ich mir da mal, je nachdem, wenn ich mir das leisten kann, in GTA Online anschauen, vielleicht mal ein paar Rennen fahren oder so. Macht auf jeden Fall Spaß, das Teil. Könnt ihr mir natürlich auch schreiben, wie auch bei den letzten Autos schon. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr den? Woran erinnert er euch? Wenn ihr es wisst, was kostet denn GTA Online und sonst wie? Oder ob der schneller ist als die anderen Wagen, könnt ihr mir auch mal schreiben. Weil es im Vergleich zum Edda und zum Vergleich zum Entity XF, wie er heißt, dann könnt ihr das auch noch schauen, wenn ihr sowas wisst. Gibt ja sicherlich einige unter euch, die da so richtig seit Monaten immer noch aktiv sind und alles verfolgt haben und alles wissen. Aber bitte keine Klugscheißer, die meinen, das zu wissen, sondern nur Leute, die es wirklich wissen. Hallo Kühe! Wir sind Kühe! Jetzt kommt gleich wieder die Moralapostel. Du hast die Kuh getötet, aber selber essen so schön Steak, ne? Ich mag auch Steak und ich würde auch niemals echt einer Kuh was zu antun wollen. Aber es ist ein Spiel und es ist eine Kuh. Ja, geiler Wagen. Ich meine, der ist Offroad-tauglich, wie man sieht. Ist schnell, macht Spaß. Ich finde ihn geil. Kann man auch mal ein bisschen Gas geben hier auf der Landstraße, wa? Das scheint die Maximalgeschwindigkeit zu sein. Scheint aber auch nicht so langsam, oder? Stimmt 300 oder so? Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen, wie schnell das ist. Leider gibt es ja noch nicht GTA für PC und deswegen auch noch keine Tacho-Mods und sonst was alles. Was gibt es ja alles für PC dann? So Mods, wo man sich die Geschwindigkeit anzeigen lassen kann und sowas alles. Und wir haben es tatsächlich noch geschafft, Wasser zu laden. Ernsthaft jetzt? Ah. Und so geht ihr da nieder, das 2 Millionen Dollar Auto. Ja, dann würde ich sagen, dann ist unsere Tour hier beendet. Wir sind noch eine Runde tauchen gegangen mit dem Auto. Tauchen kann er also nicht. Aber für Offroad ist er gut geeignet. Geiles Auto. Und er hat die geliebten Flügeltüren von den... Nee, Scherentüren. Ich hab's ja gelernt. Er hat's mir alle geschrieben. Ich hatte gesagt vor ein paar Parts, ich hätte gerne ein Auto mit Scherentüren. Und wie ihr seht, der hat es. Das meinte ich mit diesen Türen. Geil ist es. Hammer sieht's aus. Ja, und dann holen wir uns ihn sicherlich nochmal irgendwann und fahren nochmal eine Runde mit dem. Jetzt ist er jedenfalls erstmal im Fluss baden gegangen. Irgendwer freut sich, der kann ihn dann rausholen und haben. So, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das habe ich dann auch mal gemacht. Viele haben immer darum gebettelt, dass ich den mal fahre. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Vorschläge wie immer gern gesehen. Danke fürs Zuschauen. Bleibt mir treu. Ich bin raus. Aber warte. Bye, bye. Und jetzt steigen wir um von dem geilen Wagen auf so eine alte Schrottlaube hier. Na super. Was ein Rückschritt. Bye, bye. Ich bin raus.